Ja, auf geht's, würde ich mal sagen. Mit der Black Beauty natürlich, wir könnten uns jetzt theoretisch ein zweites ATV bauen, aber da warten wir lieber nochmal. Wiederholte Tricks bringen weniger Saft ein. Versuche also immer neue Tricks zu machen. Das will ich eigentlich auch extrem gerne machen. Aber bis jetzt hat das noch nicht so geklappt. Naja. Beim Rundkurs kann man ja immer ein bisschen heftiger Tricks zeigen. Ich nenne es jetzt einfach mal Rundkurs. Eigentlich heißt es ja Wettrennen, aber für mich ist es einfach ein ganz normaler Rundkurs. Und dann erkunden wir doch ein bisschen dieses amerikanische Ambiente hier, würde ich mal sagen. Und vielleicht schalten wir sogar ein paar neue Teilchen frei. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal einen Spezialtrick gestanden bekomme. Irgendwie war das ja im ersten Rundkursrennen noch nicht so gut. Alter Schwede. Ja, diese Ladescreens bei Pure, die können einem echt auf die Eier gehen. Sind von Natur aus schon überdurchschnittlich lang und wenn dann nicht auch dann noch Fraps laufen hab, Im dann. Flug kannst du deine Tricks aufpeppen, um Spannungsleistenboni zu ergattern. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Indem du dein ATV im Flug kippst, kannst du das machen, was man in unserer Branche einen Rotationstrick nennt. Backflip, nenne ich das. Nice. Zweimal nach vorne neigen oder nach hinten Option neigen. 2 ist Feintuning. Ja. Feintuning-Tricks dauern länger, doch sie zahlen sich richtig aus, wenn du sie schaffst. Feintuning habe ich ja auch schon angewendet in den ersten Rennen. Durch die Kombination dieser Tricks mit den Standard-Tricks kannst du in kürzester Zeit deine Spannungsleiste gewaltig nach oben bringen. Das wollen wir doch mal hoffen. Joa, das hat die ganze gute Susi doch schön vorgemacht. Mal sehen, ob wir es jetzt mit Wade auch so hinkriegen. Ich bezweifle es ja ein bisschen, aber mein Gott. Selbst ist der Mann, ne Wade? Ab geht's. 3, 2, 1, go. So, wir sind hier in Glennis, Kalifornien. Hier sind unsere ganzen Racer, ATV-Fahrerkollegen auch. Und dann wollen wir doch jetzt mal gucken hier. So, das war ein Trick, den ich oft versucht habe im letzten Part, aber nicht hinbekommen habe. Der Coffin. Der war ganz gut, aber jetzt sollte ich vielleicht Feintuning mal machen. So, machen wir doch mal Feintuning. So, raus mit der Hand da und einen fortgeschrittenen Trick freigeschaltet. So, mache ich jetzt mal Indian Air. Da hatte ich nicht genug Speed eigentlich für das Feintuning. So, Running Man. Jawohl, und jetzt kommt hier der Profi-Trick. Cliffhanger. Boah, der war ganz knapp gestanden. Superman. Jawohl, das klappt doch jetzt schon deutlich besser. Meadowcopter. Hinstone, nach vorne neigen. Und da ist doch der Spezialtrick. Indian Air, zack, hoch da. Cordova. So, und jetzt versuche ich nochmal voll krass, sagt der Wade. Ich hoffe, jetzt werden wir auch einen voll krassen Spezialtrick mal hinbekommen. Nee, er macht ihn irgendwie nicht. Müssen wir mal sagen, wie der Spezialtrick geht. Irgendwie kriege ich den mit Tastatur nicht hin. Also nicht mit den Tasten, die könnt ihr nicht wissen, aber sagt mir mal, was ich da drücken muss. Nach vorne neigen, zur Seite neigen. Taste für Spezialtrick natürlich. Die malträtiere ich dann auch immer, aber irgendwie will es nicht so, wie ich will. Also das würde ich ganz gerne von euch wissen. So, Superman Side Grab. Ich flippe echt aus. Machst du echt gut, Junge. Also jetzt geht das dann doch schon ganz solide ab. Ach was, nur weil wir den schon einmal gemacht haben. Soll ich hier mal wieder Anfängertricks machen oder was? Ja, komm. Neck, neck. Neun O'Clock, Neck. So, und jetzt nochmal hier einen schönen Cliffhanger. Boah, wieder nur ganz knapp gestanden. Meadowcopter. Zack. Jawohl. Jetzt läuft das hier doch. Yeah. Scheiße. Okay, da habe ich mich aufs Maul gelegt. Ich hoffe, vor der großen Schanze bekomme ich nochmal den Profi-Trick.
Nein, so natürlich nicht. Shit. Okay, dann werde ich mich gleich wohl mit einem... Ah ne, hier ist noch eine. Sehr gut. Zack. Da ist der Profi-Trick. Jawohl. Bis jetzt sind die auch noch nicht so nah dran. Cliffhanger und Skyscraper. Bams. Jawohl. Was eine geile Aktion hier gerade. Ein gewisser Flow ist schon drin, muss ich sagen. Und jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch mal einen Spezialtrick machen, dann wäre ich auch zufrieden hier. Aber bis jetzt... Ruler. Den habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht und da ist der Spezialtrick. Was ist eigentlich das Feintuning vom Ruler? Das könnte ich jetzt mal ausprobieren bei dieser Schanze. Wenn ich es denn hinkriege. Ah, Scorpion Fender Kiss oder so. Nice, der sieht auch gut aus. Und das Bein raus, sehr gut. Ah! Shit, 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 das ist nicht gut. Puste ich mal ein bisschen. Denn da hinten kommen sie doch schon wieder. Komm! Nee, der war viel zu flach angesetzt und da verliere ich natürlich verdientermaßen den Superdingsens. So, Neck-Neck. Da ist der Profi-Trick, aber erstmal machen wir jetzt hier noch schon Indie. Hey, Feintuning. Das Feintuning kam aber ein bisschen spät, da habe ich die Taste irgendwie nicht gefunden. Geht der eigentlich auch in die andere Richtung so? Ah ne, da kommt der Superman. Genau. Yeah. Runter da. Boah, das war ganz knapp, aber ich habe den Spezialtrick noch geholt, das war mein Ziel. So, jetzt ein bisschen Boost. Mach den Spezialtrick, Jung! Er will's einfach nicht. Shit, das war dumm. Da kommen sie mich gleich von hinten, deswegen booste ich mich jetzt nochmal ins Ziel. Ja, der fortgeschrittenen Trick verloren, das ist doch kackegal jetzt, denn wir haben gesiegt in Glennis, Kalifornien. Sehr gut. Bis jetzt das beste Rennen, muss ich sagen. Wir gehen auf Position 94 der Welttournee. Und das ist nicht irgendwie der Schwierigkeitsgrad, der zu einfach ist, Leute. Man kann gar keinen einstellen, die Stufen werden einfach immer schwerer und das ist eben die erste Stufe. Das ist doch gut. So, die gute Juarez, Yukio und Co. Yukio, meine ich natürlich, haben wir hinter uns gelassen. Darauf kann man sich schon ein bisschen was einbilden. Also das wäre jetzt ein echt solides Rennen eigentlich. Und eigentlich so mehr oder weniger weiß ich auch ungefähr, wie alle Tricks gehen. Muss mich natürlich noch an die Steuerung gewöhnen. Mit Tastatur ist das echt bisschen scheiße. Aber so langsam, habe ich das Gefühl, kommt es. Und jetzt müsst ihr mir nur noch die Pio kennen. Oder ich muss einfach nach der Aufnahme mal nachgucken, wie die Spezialtricks gehen. Also ich drücke mal die Taste für Spezialtricks. Versuche dann verzweifelt, mich nach rechts, nach oben, nach unten zu neigen. Aber irgendwie will es da nicht. Muss ich die halten? Muss ich die doppelt antippen? Ach. Jetzt hast du schon den dritten Sieg eingefahren. Du bist gut in Schwung. Mach weiter so. Danke. DVT Ultimate SC bekommen wir. Ein Power Mat. Und Glamis. Neue Renn- und Freestyle-Rundenkurse freigeschaltet. Also wir schalten das auch für den normalen Rennmodus. Schalten wir diese Rennen auch frei. Das ist sehr, sehr nice. Und jetzt geht es für uns nach Teton Ridge, Wyoming, USA. Aber, was ich eben im Rundkurs ein bisschen versäumt habe, ich hätte mal, Backflip ausprobieren müssen, das habe ich völlig vergessen. Back- und Frontflip, das weiß ich nämlich auch, wie das geht, ungefähr. Naja, gut. Gehen wir zu diesem Sprint mit der Black Beauty in der nächsten Aufnahme. Werden wir uns dann wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Quad bauen. Ich hoffe, es gefällt euch bis hier. Mir macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und, ja, es ist wirklich gute Action dabei. Ihr seht schon, es ist ein sehr realistisches Spiel. Also das kann man, könnt ihr mit euren BMX-Rädern auf die Straße gehen und über einen Kantstein fahren, dann fliegt ihr genauso wie die Typen hier. Nee, aber ist schon ein richtig geiles Spielerlebnis, muss man sagen. Und dafür nehme ich dann auch mal die etwas, natürlich auch durch Fraps begünstigten, zu langen Ladezeiten einfach mal hin. Ich hoffe, das tut ihr auch. Wenn ihr explizit wollt, dass ich sie rausschneide, dann müsst ihr sagen. Aber ich denke mal, so schlimm sind die jetzt nicht, oder? Ich will zumindest mal nicht hoffen, dass sie so schlimm sind. Ach, geht doch. Teton Ridge, Wyoming, USA. Oder USA.
Nach Glennis, Kalifornien reisen wir jetzt nach Wyoming. In den Sonnenuntergang, in den Sunset. Und hauen da mal so richtig kräftig auf den Putz. Jawohl. Wahrscheinlich unser letztes Rennen mit Wade. In der zweiten Klasse, die wir dann nächstes Mal anfangen werden, werde ich wahrscheinlich einen anderen Charakter nehmen. Da müsst ihr mir noch schreiben, wen ihr gerne sehen wollt. Das weiß ich natürlich nicht. So, jetzt aber geh mal. Nein, ich wollte den Coffin machen. Verdammt. Den schaffe ich hier noch in dem Rennen. Das kann ich euch sagen. Halt's Maul, Wade. Ich muss mich konzentrieren. Wer legt denn hier sowas hin? So, hier wäre auch eine Sprungmöglichkeit. Aber gut, die habe ich jetzt mal nicht wahrgenommen, um ein bisschen an die Spitze zu kommen. Da ist schön Lüziel. Das sind immer nur 30 Sekunden. Diese Rennen sind eben extrem kurz. Und tschüss, Wade. Boah. Dritter nur. Aber da springen sie schon an mir vorbei. Oh, die Musik ist ja irgendwie fies, oder? So, jetzt aber meint ihr. Nein! Warum macht er immer den? Ich weiß es noch nicht. Ach so, ja, ich muss mir natürlich mal ein bisschen die Tastenkonfiguration merken. Gerade bin ich, glaube, weiß ich, glaube ich, woran es liegt. So besser? Oder auch nicht. Alter, mach jetzt den Coffin. Sonst hau ich dich, Wade. Sonst hau ich dich, bis du blau bist. Nein! Ja, du bist hart. So, dann mache ich jetzt einfach mal einen fortgeschrittenen Trick, um darüber hinwegzutäuschen, dass ich den Coffin irgendwie nicht stehe im Moment. Nein! Nein, verdammt, wieder zu weit rausgekommen. So, den mag ich eigentlich ganz gerne, der ist nice. Dieser Cordova, wenn man dann noch so elegant mit dem Feintuning sein Bein in die Luft streckt, ist das doch schon verdammt schön. So, in die Air, Indiana Jones. Der kann das Ding bestimmt auch, deswegen heißt es so. Vielleicht schalten wir sogar einen Profi-Trick frei. So, jetzt aber den Coffin. Ey, Alter, ich verkack das Ding immer, ne? So, den Sprung konnte ich jetzt noch nicht nutzen. Oh, da kommt es gleich zur Überrundung, nice. Aber jetzt. Ah, der war noch nicht gut genug, aber gleich kommt einer. Da war er doch, der Coffin. Voll verkackt zwar, weil ich nicht genug vorgeladen habe. Aber er war da, ihr habt gesehen, ich habe ihn gemacht und jetzt lasst mich. So, ins Ziel boosten da, 5 von 5 Runden sind vorbei. Und wir sind, wer hätte es anders erwartet, Erster. Position 92 auf der World Nate. Und der gute Wade feiert da auch schon so richtig ab. Boah, voll den Dreck an seiner Brille. Das ATV sieht auch nicht mehr so heftig aus, aber die Strecke hat mir eigentlich echt gut gefallen. Da überrunden wir schon die ersten. Ja, nice. So, wer hat denn den zweiten belegt? G. Locke. Andrews, Valdez ist dabei. Susie Andrews hinter ihrem Bruder. Rosa Juarez. Nur auf Platz 8. Yuki auf 9. Und die anderen sind alle No-Names. Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, gucken wir, was uns dieser Sieg gebracht hat. Und werden dann beim nächsten Mal, werden wir dann direkt in Klasse 2 durchstarten. Oder Stufe 2? Stufe 2 ist es, ne? Klasse war was anderes. Klasse waren A, B, C, D. Die, es gibt einige Stufen, die haben dieselbe Klasse. Ich glaube, die ersten drei Stufen waren D. Die beiden danach haben C, dann drei haben B und zwei haben A. Könnte das sein? Keine Ahnung. So eine Art war es aber, glaube ich, geregelt. Also es gibt auf jeden Fall weniger Klassen als Stufen. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut, dieses Spiel. Kommt mal so ein bisschen Kindheitserinnerung hoch. Was heißt Kindheit? 2008 ist jetzt noch nicht so lange her, aber das habe ich früher echt gesuchtet. Und das Spiel hat doch einfach einen heftigen. Einen Fahrer, der sich bei jedem Rennen den Sieg abholt, sieht man hier nicht so oft. Du wirst schon bald zur Legende. Nice, neues Charakter-Outfit freigeschaltet für Clayton Wade. Neues Grafikpaket freigeschaltet. Pure Tatton Ridge Sprint. Nice, so. Ach, wollte ich gar nicht. So, wir sind jetzt hier durch, haben alle Punkte abgestaubt. Und wir brauchen jetzt hier in Bomb Squad einige Siege. Was sehe ich denn da? Ein Freestyle-Event. Darauf freue ich mich schon. Freestyle-Events sind mein Lieblings-Event. 32 Punkte müssen wir hier gewinnen in dieser Tour. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welchen Charakter ihr sehen wollt. Wir haben jetzt schon das dritte Outfit für Clayton Wade freigeschaltet. Allerdings wollt ihr wahrscheinlich auch nochmal andere sehen. Also
Schreibt, wen ihr am liebsten sehen wollt. Todd Andrews, Rosa Juarez, Susie Andrews, Takeshi Yukio oder Jay Valdez. Eigentlich ist Yukio so meiner Meinung oder Erfahrung noch immer der Beste gewesen. Den nehme ich wahrscheinlich erst in späteren Stufen, wenn es wirklich hart wird. Aber wie gesagt, ihr entscheidet, ich füge mich euren Wünschen und ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pure. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Bomb Squad. In diesem Sinne, ciao, haut rein und ja, bye.